Werwolf die Apokalypse ist ein Action-Rollenspiel von Cyanide. Ihr schlüpft in die Rolle von Kahal, der zwar als Werwolf alles in Stücke reißen und sich verwandeln kann, aber trotzdem so einige Probleme hat. Zum einen hat er seine Wut nicht im Griff und wird von seinem Clan verbannt. Das führt wiederum dazu, dass er seine Tochter ein paar Jahre nicht sieht, worunter das Verhältnis leidet. Und als er gerade dabei ist, wieder Anschluss in der Heimat zu finden, gerät seine Werwolf-Familie in Konflikt mit dem Großkonzern Endron, der überaus zerstörerische Pläne verfolgt. Immerhin bemüht sich Cyanide, das Prinzip der Dreifaltigkeit sowie die Naturgeister aus der Pen-and-Paper-Vorlage von White Wolf zu verdeutlichen. Die Werwölfe sind hier also mehr als Monster mit Reißzähnen, denn sie verteidigen als Kinder Gaias die Erde vor skrupelloser Ausbeutung und sie haben Kontakt zur spirituellen Welt. Doch das Gleichgewicht zwischen Weberin, Wildnis und Würm ist in Gefahr, weil letzterer dem Wahnsinn verfiel. Er kann sogar Werwölfe korrumpieren, aber will vor allem alles Leben vernichten. Und genau dafür nutzt er auch die Macht der Großkonzerne. Leider kann die Story keine Sogwirkung entfalten, denn obwohl man einige Charaktere kennenlernt, Notizen findet und Gespräche mit Antwortauswahl führt, sorgen die hölzerne Mimik und Gestik sowie die teils plumpen Dialoge früh für Ernüchterung. Selbst wenn Kahal mit seiner Tochter spricht, wirkt das einfach zu künstlich. Auch die von der Unreal Engine inszenierte Kulisse kann die Stimmung nicht verstärken. Die Landschaft ist zu grob geschnitzt, die Gebäude sind recht steril designt und die Figuren wirken meist wie Statisten, die man per Copy and Paste platziert hat. Das ist zwar ein Action-Rollenspiel, in dem man auch Fähigkeiten entwickeln sowie Areale erkunden kann, aber auch hier geht es meist nur um eines. Die spirituelle Sicht aktivieren, so Interaktionen oder Geister finden, meist bei Pflanzen, und diese einatmen, um Punkte für die Fähigkeit zu gewinnen. Die Betonung liegt hier also eher auf Action. Genauer, auf Stealth-Action Light und auf brachialem Gekloppe, das meist direkt folgt, wenn man entdeckt wurde. Gerade ging es noch um ganz wichtige Heimlichkeit, plötzlich bricht die Hölle mit hohem Bodycount los. Kaum hat man alle gekillt, ist es wieder still und der nächste Abschnitt folgt. Und zwar trotz Alarm im selben Gebäude. Zwar hat Cyanide mit Styx zwei coole Schleichspiele entwickelt, aber für die Werwölfe hat man das Infiltrieren auf das Nötigste reduziert. Es gibt Kameras, Wachen werden in mehreren Stufen aufmerksam, man kann leise töten und über Computer einiges aktivieren, sodass man durchaus unterhalten wird. Außerdem kann man in der Gestalt des Wolfes durch Schächte schlüpfen und im Idealfall Gefechte umgehen. Es ist also durchaus abwechslungsreich. Aber das Niveau von KI, Leveldesign und Interaktion ist bescheiden. Denn es geht in erster Linie um rasante Kämpfe in Arenen, die sich allerdings nur ansatzweise wie Devil May Cry anfühlen, wenn man den Kombozähler in die Höhe treibt und seine Manöver vom Boden oder aus der Luft vom Stapel lässt. Nur ist man hinsichtlich Animation, Taktik und Coolness weit entfernt von Capcoms Vorbild. Das wird auch deutlich, wenn man Feinde greifen und töten kann. Hier fehlt es einfach an Wucht und brachialen Animationen, die wirklich nach Finisher aussehen. Immerhin kann man im Kampf zwei Formen annehmen, die entweder mehr Beweglichkeit oder eine bessere Defensive sowie eigene Kombos gewähren. Nur wenn sich Kahal zum Beispiel aufrichtet, kann er die Feinde mit Schild entwaffnen. Außerdem steigt der Anspruch, wenn endlich größere Gegner in Exoskeletten und nicht nur Wellen an Kropfzeug in die Arena fluten. Aber wenn man die Raserei aktiviert, nachdem man genug Wut und Kombos angesammelt hat, haut man ohnehin alles kurz und klein. Und für einen kurzen Moment fühlt man sich wie Godzilla.